Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fehring. Der eine oder andere kennt uns schon, weil, wie gesagt, das ist meine Partnerin und geschätzte Kollegin Agata Janik. Und heute wollten wir mal ein bisschen was Praxisorientiertes machen. Es gibt ja immer so PowerPoint und diese ganzen theoretischen Dinge. Sind wir eigentlich nicht. Wir sind Händler. Wir sind Händler und wir arbeiten mit der Praxis. Wir arbeiten auch nicht mit Konjunktiven, ja, was ja immer so ganz gerne gemacht wird. Wenn ich das gemacht hätte, dann wäre das eingetreten. Das gibt es bei uns nicht. Es gibt in der Finanzbranche nur einen Kontostand. Das ist so. Und der ist ehrlich. Manchmal zu ehrlich, um das so zu sagen. Und wir wollten einfach mal heute ein kleines Handelskonzept vorstellen. Und wir wollten natürlich auch einen großen Teil der heutigen Veranstaltung, die leider 2 Stunden zu kurz ist, wollten wir Ihren Fragen widmen. Und löchern Sie uns. Sie können uns sonst auch jederzeit erreichen, das ist ganz klar. Aber Sie haben jetzt die Möglichkeit, das ist ein No-Go, gell? Aber meint es auch an, also von dem her. Verzeihen Sie. Auf jeden Fall löchern Sie uns mit Ihren Fragen, im positiven Sinne natürlich. Wir werden auf alles eingehen und deswegen schreiten wir ganz kurz vorweg. Wenn sich jemand weiterbilden will, bitte kommen Sie noch rein. Wir sind erst beim Intro. Ich habe mal tatsächlich die Zeit gefunden, in nächtlicher Arbeit ein Buch zu schreiben. Da sind auch Handelskonzepte drinnen, so ähnlich wie wir es heute geschrieben haben. Der eine oder andere kennt schon von Ihnen. Und es ist vielleicht auch interessant. Derjenige, der, ich weiß jetzt nicht, wir geben ja über den Investor Verlag einen Signalservice heraus. Und ich weiß jetzt nicht, wer alles von Ihnen unseren Signaldienst bezieht. Aber falls Sie den beziehen sollten und Sie haben Fragen und Sie kennen diese Adresse noch nicht, dann können Sie sich jederzeit an diese Adresse wenden oder Sie rufen direkt beim Investor Verlag an. Ich habe schon gesagt, PowerPoint ist nicht so unser Ding und deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Thema und zwar machen wir eine Handelsplattform auf. Es gibt leider auch Samstag und Sonntage. Und die Handelsplattform, wir handeln normalerweise über die Saxo Bank, hat im Moment Wartungsarbeiten. Das machen sie natürlich am Wochenende. Ist ja logisch, ne? Weil unter der Woche, wenn die Wartungsarbeiten machen, dann ist natürlich nicht ganz so günstig. Und deswegen wurde das wahrscheinlich, ich versuche jetzt dann im Laufe der Zeit noch reinzukommen, weil oft dauert es nur 10 Minuten, Viertelstunde, weil ein neues Update eingespielt wird. Aber wir nehmen eine Ersatzplattform und diese Ersatzplattform, die ist wahrscheinlich auch den meisten von Ihnen vertraut. Das ist der sogenannte MetaTrader 4 oder auch MT4 abgekürzt. Und der MT4 ist eine ukrainische Software. Ist in meinen Augen nicht schlecht, aber nicht präferiert, um das jetzt mal so ganz auszudrücken, also so ganz vorsichtig auszudrücken. Wir handeln teilweise, weil wir verschiedene Mandate haben, über den MetaTrader 4, aber ansonsten gehen wir eigentlich über den CFX-Trader bzw. über die Saxo Bank. Ja. Gut. Sie haben nichts verpasst. Ja, dann bauen wir uns doch einfach mal so ein, wenn man so eine Handelsplattform aufmacht, meistens ist ein leeres Bild vorhanden und dann setzt man sich erstmal einen Chart hinein und das geht beim MetaTrader 4, geht das ganz einfach, geht auf Euro, US-Dollar und zieht sich den Chart herein. Und wenn man dieses Bild sieht, dann wird einem ganz anders. Also wenn Sie, wir sind ja professionelle Händler und wir schauen schon so ein Bild irgendwo so viele Stunden am Tag an. Ne? Und das ist einfach
die Kontraste sind zu groß. Für mich schaut es aus wie so ein medizinisches Abbild von irgendwo einem kranken Menschen. Und deswegen stellen wir das schon mal prinzipiell erstmal anders ein. Erstmal die Hintergrundfarbe, weil es ist ein sehr visueller Beruf, den wir haben. Und deswegen müssen wir auch ein bisschen unsere Augen schonen. Und deswegen geben wir Obacht, dass wir auf jeden Fall irgendwo ein bisschen uns da was Gutes tun. Ja, vielleicht erwähnen wir ganz kurz, dass es natürlich persönliche Sache ist, welche Einstellungen Sie nehmen. Das ist jetzt keine Pflicht. Das haben wir für uns so eingestellt, aber alle Farben sind gut. Wichtig ist nur, dass Sie bei den Farben bleiben, die Sie für sich ausgewählt haben, weil das Auge gewöhnt sich dran, das Unterbewusstsein gewöhnt sich dran und es ist nicht sehr hilfreich, wenn Sie das oft verändern. Also bitte suchen Sie sich aus, was Ihnen passt und dann einfach dabei bleiben. Das hat jetzt nicht direkt die Veränderung gebracht, die ich eigentlich wollte. Bar nach oben, also weil wir einen Barchart eingestellt haben. Wir haben gerne, wir arbeiten mit den Balken. Es gibt natürlich, die meisten von Ihnen arbeiten wahrscheinlich mit den Candlesticks. Ist auch in Ordnung. Also ich meine, das ist alles auch persönliche Sache. Letztendlich zeigen Sie alle das Gleiche. Sie können auch nichts anderes zeigen als ist das Preisabbildung. Aber für uns, da wir sehr viel mit Chartformationen arbeiten, haben wir festgestellt, dass durch die Balkencharts kann man die Formationen besser erkennen. Das ist der Grund, warum wir mit Balken arbeiten und haben auch gerne in eine Farbe. Na, jetzt ist ja die Frage, jetzt kommt man irgendwie nach Hause oder man macht den Bildschirm auf in irgendeiner Form und man sieht dieses Bild. Das ist jetzt Euro, US-Dollar. Jetzt ist ja schon mal die Frage, was ist denn das für ein Chart? Und wir haben eigentlich den langweiligsten Beruf, den es überhaupt gibt. Es ist immer wieder das Gleiche. Sie sehen nichts anderes. Wenn ich Ihnen jetzt nicht sagen würde, das ist Euro, US-Dollar, dann könnte es auch Pfund, US-Dollar sein. Es könnte es Gold sein, es könnte es Öl sein. Es ist immer wieder das Gleiche. Es gibt gewisse Chartbilder, nicht nur gewisse Chartbilder, sehr viele Chartbilder, die wiederholen sich prinzipiell. Das nennt man Fraktalismus. Es ist so wie das kleine Stück von einem Farnblatt, das oder genauso aussieht wie das Große, genauso wie bei der Schneeflocke. Deswegen ist es auch egal, wenn Sie ein Handelskonzept haben, was in einer Minute funktioniert, sollte in 30 Minuten genauso funktionieren. Weil das kleine Bild unterscheidet sich nicht von dem Großen. Zumindest nicht von dem Prinzip her. Und wichtig ist nur, Sie haben jetzt gesehen, ich habe die Hintergrundfarbe, habe ich jetzt ein bisschen, augenfreundlicher, den Kontrast ein bisschen rausgenommen. Und Frau Janik hat es ja schon angesprochen, wir arbeiten mit Balkencharts und viele von Ihnen, ich nehme jetzt mal an, 95%, arbeiten mit Kerzen, oder? Wer arbeitet mit Kerzen? Und wer mit Balken? Oh, wow. Eine Person arbeitet mit Balken. Also das eine ist eine westliche Philosophie, das andere ist eine östliche Philosophie, also zumindest eine Anschauungssache im wahrsten Sinne des Wortes. Die Aussage ist natürlich die gleiche, weil Sie können den Kurs nicht aufgrund einer Chartart verändern. Also von dem her ist egal, was Sie anschauen. Ja? Also das ist jetzt nicht die Sache. Es gibt natürlich Doji, Hammer und was weiß ich alles. Und da gibt es verschiedene Bücher. Was die Kerzen angeht, ist eine Philosophie-Sache, weil Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie 10 Trader in einen Raum schicken, alle haben das gleiche Buch gelesen oder die gleiche Philosophie gelesen und dann anwenden nach der Kerzenchart-Mustertheorie. Es kommen 10 Ergebnisse raus. Von dem her ist es nicht reproduzierbar. Dummerweise bei Balken auch nicht. Also von dem her, machen wir uns nichts vor. Wenn Sie natürlich Kerzen anschauen wollen, dann machen wir lieber Kerzen. Ist halt so. Aber die werden wahrscheinlich unterschiedlich sein. Eigentlich hier. An sich. Heute klappt wieder mit der Technik gar nichts. Aber jetzt haben wir Kerzen. Was auch bei den Kerzen so für mich ein bisschen Nachteil ist, weil wenn man sie etwas breiter, viele schauen sie sich ziemlich breit an und dann kann man wirklich die Charts gar nicht so richtig erkennen. Dann muss man wirklich schon sich sehr gut auskennen mit den
Kerzenformationen, dann lohnt sich das. Ansonsten hilft Ihnen wenig ein Chart. Der als Kerzen schaut schön aus mit zwei Farben, aber hilfreich ist es nicht wirklich. Na gut, der Japaner wollte es immer ein bisschen bunter. Also der ist verspielter. Aber jetzt stellt sich ja die Frage, jetzt haben wir diesen Chart, was machen wir jetzt? Gehen wir long, gehen wir short? Meinungen? Ja, das ist ja immer die Frage. Ich mache jetzt dieses Bild hier auf, jetzt bin ich an der Stelle und jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Oh. Und diese Entscheidung ist auch ganz schön entscheidend, weil es geht um unser Geld, um unser Kapital. Sie haben lange für Ihr Kapital gearbeitet. Das halbe Leben unter Umständen. Ja? Und wir müssen es bestmöglich schützen. Das heißt, wir brauchen auch ein Handelssystem. Bei Aktien ist es so, es ist wesentlich fundamentaler. Sie haben ein KGV, Sie haben ein Management, Sie haben Auftragseingänge, Sie haben Steuerbegünstigungen oder etc. Sie können fundamental, außerdem haben Sie einen ganz anderen Zeithorizont. Wir sind Daytrader. Wir schauen, dass wir in einer Stunde unser Geschäft abgeschlossen haben. Ich mag nicht so viel arbeiten. Ich mache dann andere Dinge. Du wahrscheinlich auch, aber ist egal. Letzten Endes ist es ja so, wir sind Trader und unterscheiden uns vom Investor. Ein Investor trifft eine fundamentale Entscheidung und wartet dann ziemlich lang ab. Jo. Irgendwann kommt die Aktie dann schon wieder. Ja, dann geht es mal ein bisschen runter, dann geht es mal wieder ein bisschen rauf oder was weiß ich. Wir haben diesen Spielraum nicht. Wir müssen sehr, sehr präzise sein. Und zwar wesentlich präziser wie zum Beispiel manche Banken, die relativ unpräzise arbeiten im Verhältnis zu uns. Und dann ist es ja die Frage, wir brauchen irgendwo einen Horizont. Wo befinden wir uns denn jetzt eigentlich? Und wenn ich dieses Bild jetzt hier aufmache, wo befinde ich mich? Jetzt muss ich irgendwo für mich etwas finden, dass ich sagen kann, na gut, also ich muss eine Bemessungsgrundlage haben, warum ich eine Entscheidung treffe für mein hart gearbeitetes oder erarbeitetes Kapital, was ich über Jahre hinweg angesammelt habe. Und das möchte ich ja auch vermehren. Und da finden wir jetzt einen Weg. Wenn Sie Fragen haben, gell? Sofort, okay, bis dato konnten noch keine entstehen. Leider müssen wir mit, wie gesagt, mit dieser Plattform Vorlieb nehmen. Es gibt diesen berühmten Ausspruch, nicht gegen den Trend handeln. Wer hat den schon nicht gehört? Also jeder sollte mit dem Trend handeln. Gut und schön. Was ist denn der Trend? Ist es im 30-Minuten-Bereich? Ist es im Tagesbereich? Ist es im Wochenbereich? Ist es im 5-Minuten-Bereich? Was ist der Trend? Sowohl als auch. Stimmt. Und das ist Ihre Entscheidung. Sie müssen entscheiden, in welchem Zeitfenster Sie zu Hause sind. Erst dann können Sie das übergeordnete Zeitfenster, können Sie als Trend bezeichnen, als übergeordneten Trend. Aber die erste Entscheidung, die alle Sie hier treffen müssen, und das wird nie gesagt, ist, dass Sie wissen müssen, in welchem Zeitfenster handeln Sie. Wenn ich natürlich Aktien habe, dann, okay, dann wird es nicht die Minute sein, ja? Also dass ich hier Minuten-Chartfenster aufmache, sondern dann habe ich wahrscheinlich irgendwo ein Tageschartfenster offen oder unter Umständen 4 Stunden oder wie auch immer. Aber als Daytrader bin ich natürlich meistens im 5-Minuten-Chartfenster unterwegs und dann ist der übergeordnete Trend ist in 30 Minuten. Aber was Sie nicht machen dürfen, ist dann noch in 4 Stunden schauen, in 30 Minuten schauen, weil diese Zeitfenster widersprechen sich prinzipiell. Muss auch so sein. Es geht mathematisch, geht es gar nicht anders. Also, Sie müssen sich festlegen. Normalerweise sagt man in der Händlersprache, links wird Geld verdient, weil das der übergeordnete Trend ist. Man hat 3 Fenster offen. In der Mitte wird gehandelt. Und wenn ich eine Handelsentscheidung getroffen habe, dann treffe ich rechts, im Minutenchart unter Umständen, treffe ich die Handelsentscheidung. Also wann, genau. Das ist wie ein Mikroskop, was Sie schärfer stellen. Also erstmal schauen Sie grob drauf, dann schauen Sie es kleiner an oder größer an
und dann noch größer. Und diese Entscheidung ist die allererste, die Sie treffen müssen. Und das sollte Ihnen bewusst sein. Im Aktienbereich, da brauchen Sie das nicht. Das ist egal. Siemens-Aktie, ja, wunderbar. Management gut, Auftragslage gut. China kauft neue Atomkraftwerke, ja, dann kaufe ich die Aktie. Das hat aber nichts mit Handeln zu tun. Viele Leute bezeichnen sich immer als Händler, dabei sind sie Investoren. Wir müssen, und das Wort Handeln kommt von Unternehmen. Wir müssen wir müssen zumindest immer etwas unternehmen. Und wir sind nicht im Reaktionsbereich, sondern wir sind im Aktionsbereich. Wir agieren. In dem Moment, wo Sie in die Reaktion kommen, das ist dann Trading by Praying, ja, dann fangen Sie das Beten an. In diese Situation dürfen wir nie kommen. Nie. Wir müssen stärker sein wie die anderen. Und deswegen brauchen wir ein gutes Handelskonzept. Wir müssen wissen, wo wir im Markt liegen. Und wir müssen auch wissen, wo unsere Grenzen sind. Wir brauchen auch ein Money Management. Und alles spielt wie ein Schweizer Uhrwerk zusammen. Und dann funktioniert die Sache. Es kann aber nicht sein, dass gewisse Aspekte weggelassen werden. Wir sind da sehr, 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 sehr rigoros, sehr streng. Aber es hat halt die Erfahrung gezeigt, wenn halt irgendwo ein Aspekt außer Acht gelassen wird, dann passieren halt Fehler. Ja, so ist es halt nun mal. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Wenn wir jetzt schon irgendwo dieses Chartbild haben, was sich leider heute nicht verändert, weil der Markt halt zu ist. Aber wir müssen dann leider mit der Historie arbeiten, um das so zu sagen. Gut, wir können mal zwei Indikatoren einzeichnen. Das sind ganz einfache Sachen. Das sind zwei gleitende Durchschnitte. Viele sagen ja immer, gleitende Durchschnitte, was willst du denn damit? Das ist doch alter Schnee und wie auch immer. 99% der Indikatoren sind berechnet auf gleitende Durchschnitte. Und ob die jetzt schöne Namen haben und teuer erworben werden müssen, das ist doch wieder die andere Frage. Aber wir können doch mit ganz einfachen Mitteln, können wir doch auch arbeiten. Und Sie werden gleich sehen, das zeigt schon seine Wirkung. Also zum einen zeichnen wir einfach mal einen sogenannten gleitenden Durchschnitt, einen Moving Average 420 ein. Okay. Und bei mir ist er Magenta. Wie Sie die Farben wählen, um Gottes Willen, wir suchen auch nicht Ihre Hose aus, ja, also wie sie gestaltet sein soll, sondern aber bleiben Sie bei diesen Farben. Legen Sie die einmal für Sie fest und dann bleiben Sie auch dabei. Weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn er einmal ein Bild sieht, dann prägt sich das ein und dann haben Sie einen schnelleren Blick, um das so zu sagen. Gut, zeichnen wir die immer ein. Und wir gehen auf 30 Minuten. Und dann wird sehr, sehr schnell klar, die 420er Linie ist die Harmonie des Marktes. Das ist so. Ich weiß, das ist eine provokante Aussage. Aber ich würde sie nicht außer Acht lassen. Weil je weiter der Kurs weg ist, Sie wissen, die Börse ist, oder generell die Märkte leben immer von Übertreibungen. Mal zu viel, mal zu wenig. Das machen wir auch. Mal rauchen wir zu viel, mal rauchen wir zu wenig oder wie auch immer, ja? Um das so zu sagen. Aber es ist halt nun mal so, der Kurs, je weiter er weg ist, desto extremer ist er in dem Bereich. Jetzt sehen Sie, in diesem Bereich ist er ganz weit weg von der Linie. Auch hier ist es ziemlich weit weg. Und es bestätigt sich immer wieder, dass der Kurs zurückkommt. Natürlich ist das nur eine grobe Aussage, weil man kann sagen, irgendwann kommt alles wieder zurück, ja. Also das reicht uns nicht, um erfolgreich zu sein, das ist definitiv klar. Aber für uns, bei uns ist diese Linie immer drin, weil wir wissen, je extremer, also je weiter weg der Kurs sich entfernt, desto auch weiter ausgebildet ist der Trend und die Umkehr ist nicht mehr weit weg. Wenn wir das bei
allen Währungen? Ja, also wir arbeiten nur mit den Majors. Wir handeln nur 7 Währungspaare. Wir handeln gar nicht alle Währungspaare, weil es gar nicht notwendig ist. Sind die Spreads zu breit vor allem. Und die Volatilität ist auch nicht vorhanden immer. Von daher. Auch beim DAX und bei Öl? Nein, wir handeln Währungen. Aber diese Linie, die funktioniert auch bei anderen Instrumenten. Nur wie gesagt, da wir Devisenhändler sind, spezialisieren wir uns drauf, zeigen wir das. Ich habe es bei Öl auch drin, bei Gold auch. Und das ist wirklich, die nimmt nicht viel Platz im Chart. Sie müssen sie auch nicht immer drin haben, wenn Sie das nicht möchten. Aber so einmal am Tag einen Blick drauf zu werfen und zu schauen, wo bin ich. Das ist wirklich eine grobe Richtung. Das ist der erste Blick, um zu sehen, wo befinden wir uns. Ich denke, die Frage kommt hier aus der Richtung, weil ja bei den Aktien ja so diese 200er-Tageslinie. Ja, es gibt natürlich beim DAX, gibt es oft die 30-Tage-Linie, 200-Tageslinie. Es gibt natürlich ganz viele, aber für den Devisenbereich, für uns hat sich bestätigt, wir haben auch andere ausprobiert natürlich, dass diese Linie zuverlässig ist. Was natürlich auch noch 420 Tage. Nein, 420 Einheiten. Das heißt, ich habe ihn jetzt auf 5 Minuten eingestellt. Jetzt werden 420 mal 5 Minuten der Durchschnitt berechnet. Ja? Und meine Gegenfrage ist, wie kommt man eigentlich auf 100 Tage? Oder auf 200? Sie wissen es auch nicht, ich weiß es auch nicht. Also, wie kommt man auf 200 Tage? Hat sich so erwiesen wahrscheinlich auf der Zeit. Ach Quatsch, das ist, das hat sich nur deswegen erwiesen, weil es in den Medien immer so breit getreten wird. Und dann hat es irgendjemand mal aufgebracht, ja, und seitdem hält sich die ganze Menschheit dran. Also hat es jemand mal untersucht, sehr ausführlich mit 100 und mit 50, und zwar EMA, also bei Aktien, bei amerikanischen Aktien. Und es war ziemlich gut. Genau. Ja, aber weil sie alle dran halten. Ja. Das ist wie mit der roten Ampel. Wenn sich alle dran halten, dann fährt keiner. Gell? Also, das ist ja bestätigen eigentlich. Das ist ja auch, wenn viele dieses Signal beachten, dann ist es ja auch für mich gut als Trainer. Das ist doch nichts anderes mit den Pivotpunkten. Ich weiß nicht, ob viele von Ihnen mit Pivotpunkten arbeiten. Das ist doch auch menschliche Erfindung. Es ist kein Indikator an sich, so das berechnet, wird schon berechnet, aber das haben die Menschen auch erfunden. Und, aber vielleicht zurück ist das der Simple Moving Average? Ja, das ist der Simple Moving Average. Und vielleicht noch eine ganz wichtige Aussage zu der Linie ist, dass sie als, wenn der Kurs nah an der Linie ist, zum Beispiel hier können wir richtig gut sehen, oder hier unten, gilt diese Linie als Unterstützung und als Widerstand. Es ist ganz, ganz starker Widerstand. Von daher, wenn Sie sich positionieren wollen, dann achten Sie darauf, dass Sie nicht genau an den Punkten jetzt short gehen würden, weil der Kurs natürlich daran hält. Und hier hat man gesehen, dass er zweimal gehalten hat. Hier hat er auch gehalten, er hat die Linie berührt. Und solange der Kurs, ist auch eine grobe Richtung, solange der Kurs sich drüber befindet, sind wir auch im steigenden Preisen. Das ist auch ziemlich wichtig zu wissen. Und genauso, natürlich wird irgendwann wird die Linie auch durchbrochen. Aber gerade für diejenigen von Ihnen, die vielleicht gerne ein Breakout-Trading betreiben, ist auch aufzupassen, wann man da reingeht. Nicht genau an den Unterstützungen. Also ich würde sie nicht weglassen. Echt nicht. Tun Sie sie rein. Vielleicht. Und die werden Sie auch nirgends... Von der Erfahrung her beobachten die andere auch im Markt? Nein. Die hören Sie jetzt nur hier. Die zu uns kommen. Die hören Sie nur hier. Die aus der Erfahrung rausgehen. Ja. Ja. Habe ich irgendwo mal vor 25 Jahren erfunden. Ja. Und das sozusagen, nee, so ist es nicht. Märkte verändern sich ja auch ein bisschen. Ja. Die Märkte sind nicht mehr so wie früher und sie werden auch morgen nicht so sein. Wie sagt man, heute ist der Tag, an dem wir morgen sagen werden, es war die gute alte Zeit. Ja. Oder irgend sowas. Ja. Wir müssen da schon auch ein bisschen forschen und etc. Also das hat schon auch mit Erfahrungswerten zu tun, das ist ganz klar. Aber es gibt so gewisse Dinge, die sind von Menschen gemacht und da halten sich die Menschen dran und deswegen funktioniert das. Es gibt aber auch so ein bisschen was Natürliches, so wie zum Beispiel Fibonacci. Auf das Thema kommen wir jetzt dann auch noch gleich. Und komischerweise empfindet jeder Mensch die Fibonacci-Regeln als sehr, sehr harmonisch. Und deswegen hält er sich automatisch dran. Jedes Fenster, was hier gebaut wurde, oder jede Treppenstufe, die Sie besteigen, sind von einem Mathematiker erfunden worden oder berechnet worden, der hat 1180 gelebt. Und da richten sich die Finanzmärkte heute danach.
Das muss man sich auch mal geben. Ja, ja, er hat das noch berechnet, er hat es nicht erfunden, das ist der nächste Punkt. Ja, genau, er hat es nicht erfunden, sondern er hat die Pyramiden halt berechnet. Ja, okay. Das sind Naturgesetze einfach. Aber und vielleicht dafür, fahren wir fort. Weil wir dafür hat er die römischen Zahlen in Europa abgeschafft und die sogenannten indischen Zahlen eingeführt, weil die arabischen Zahlen, die gibt es nämlich gar nicht, sondern die kommen aus Indien. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist er dafür zuständig, dass wir also quasi auch ein Minus auf dem Konto haben, weil nur das war mit den sogenannten indischen Zahlen möglich. Gut, okay. Dass wir Schulden machen können. Ja, genau. Also die EZB jetzt ist dankbar. Jetzt haben wir einen Schuldigen gefunden für unsere Schulden. Ja, brauchen wir ja, oder? Und wir haben jetzt kein Minus mehr, nachdem wir hier rausgehen. Genau, alles wird gecancelt. Gut, jetzt machen wir, das war jetzt über den Daumen. Einfach, dass wir so sagen, wo sind wir denn überhaupt im Markt? Ja? Sind wir weit weg oder wie auch immer? Auf jeden Fall ist der Kurs, und das gebe ich Ihnen schriftlich notariell bestätigt, wird zur 420er Linie zurückkehren. Das ist so. Ich kann es nicht ändern. Ich will es auch gar nicht. Um das so zu sagen. Aber jetzt zeichnen wir noch einen Moving Average ein. Und zwar einen ganz schnellen. Und zwar mit der Periode 3, wenn er das auch noch zulassen würde. Achso, Nummer. So, 3. Und diese Farbe ist bei mir tiefblau, aber das können Sie natürlich auch selbstständig entscheiden, um Gottes Willen. Und ich mache es jetzt ein bisschen plakativer, dass es ein bisschen fester wird. Und jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen größer werden, weil sonst ist es zu eng. Generell zur Ansicht. Sie wollen doch die Zukunft sehen, oder? Dann hat der Chart hier am rechten Rand nichts zu suchen. Weil sonst können Sie die Zukunft gar nicht sehen. Also machen Sie bitte immer einen Abstand, beim Metatrader, in dem Fall muss ich leider vom Metatrader sprechen, das ist nicht meine präferierte Handelssoftware, aber wir müssen heute halt mal damit vorlieb nehmen. Haben Sie hier eine Funktion, dass Sie schon automatisch Abstand halten können? Na, wo ist da oben. Du kannst es schnell drauf zeigen. Ja. Breche ich mir das Genick. Ja, hier. Und dann kann man schon automatisch einrücken, um das so zu sagen. Und wir wollen jetzt einfach mal auch feststellen, okay, mit einem Moving Average 3, da kann man nicht leben, gell? Also braucht man noch einen zweiten, weil Schnittpunkte sind ja in der technischen Analyse immer Gold wert. Deswegen zeichnen wir eine goldene Linie ein. Nehmen wir einen noch einen und den zeichnen wir mit 12 ein. Und diesmal, wie gesagt, haben wir ja gesagt, das machen wir goldfarben und legen ihn rein. So. Was macht das jetzt? 12? 12, ja. 12. Sie können auch gerne uns eine E-Mail schicken, dann schicken wir Ihnen natürlich die. Sie können aber auch gerne mein Buch kaufen. Dann können Sie die 3 Tiger machen, die sieht man fast nicht. Können Sie die 3 Tiger machen, die sieht man fast nicht. Die blaue meinen Sie? Das ist die blaue. Also Sie haben einen 3er Moving Average und Sie haben einen 12er Moving Average. Und jetzt gibt es natürlich noch ein, wir bauen ja unser Handelssystem so auf. Von System spricht man ja, wenn mehrere Faktoren ineinander spielen. Zielsetzung ist es, mit verschiedenen Berechnungsgrundlagen das gleiche Ergebnis zu erfahren. Dann habe ich die größtmögliche Wahrscheinlichkeit. Und jetzt kann ich natürlich anfangen. Jetzt möchte ich erstmal gewarnt werden. Ich möchte nicht gewarnt, sondern aufmerksam gemacht werden. Viele denken da an Expert Advisor und Handelsprogrammen und so weiter. Das können Sie alles selber. Da brauchen Sie niemanden, wirklich nicht. Und deswegen zeichnen wir noch die sogenannten Bollinger Bands ein. Und die Bollinger haben Vor- und Nachteile, wie jeder Indikator. Den machen wir. Und wir zeichnen immer die Bands ein und lassen die Mittellinie weg. Und die obere muss rot sein. Bei manchen Plattformen ist es so, dass sie 3 Linien haben, wenn sie Bollinger Bände einzeichnen. Dann bitte beachten, weil wenn sie noch zusätzlich diese Linien haben, dann wird es natürlich ziemlich voll. Und deswegen tun wir gerne das mittlere Band raus. Ein bisschen dicker vielleicht noch. Nee, das geht dann immer nicht. Ah ja, okay. Aber Einstellungen anders. Ne? Und die Bollinger Bänder,
die zeichnen wir nicht mit 20 ein, sondern mit 18. Was bedeutet die 18? 18 2.0. Das ist genauso wie wir im Raum C5 1.1 sitzen. Die Bollinger-Bänder drücken dann, berechnen die letzten 18 Kerzen, je nachdem, wie Sie es einstellen, aber ich würde Ihnen empfehlen mit 18, die letzten 18 Kerzen den Durchschnitt. Deswegen gibt es normalerweise eine Mittellinie dazu. Die würde genau hier in der Mitte durchlaufen. Aber wozu brauchen wir die Mittellinie? Wir haben sie ersetzt. Und zwar mit Moving Average 3 und 12. Weil das einfach dann eine frühere Signalgebung gibt. Jetzt können wir... Also diese 18 wäre praktisch der SMA 18. Diese Linie, die Sie jetzt rausgenommen haben. Korrekt. Ja, korrekt. Also wenn Sie das jetzt noch einzeichnen wollen, müssten Sie einen SMA 18 einzeichnen. Ja, das ist absolut korrekt, aber für uns absolut störend. Außerdem die Lehre ist... Wenn die Bollinger die letzten 18 Kerzen berechnet werden, den Durchschnitt genommen und dann die größtmögliche Abweichung von diesem Durchschnitt nehmen und das mal 2 nehmen, das drückt die Bollinger Bänder aus von der Berechnungsgrundlage. Ich kann Ihnen auch die Formel geben, aber ist alles kompliziert, um das so zu sagen. Und was ist jetzt die Kernaussage der Bollinger Bänder? Wenn sie verletzt werden, hier ist es leider nicht der Fall gewesen. Wenn Sie dann verletzt werden, und warum ist das untere Band grün? Weil es wahrscheinlich um die Schnipsel darstellt. Was sind, wie werden steigende Kurse im Finanzmarkt ausgedrückt? Ganz einfach. Deswegen haben Sie dann gleich die Erklärung, warum das obere Band rot ist. Das heißt, Sie erwarten ein sogenanntes Retracement. Der Kurs sollte eigentlich eine Korrektur erfahren. In dem Fall ist es jetzt nicht so aussagekräftig, aber wenn schon mal sowas hier verletzt wird und Sie kriegen dann noch einen Schnittpunkt, was dürfen Sie dann nicht machen? Wie viel Prozent haben Sie dann eliminiert? In Frankreich sagt man, dümmsten Sohn schickt man zur Börse, weil der kann nur 50% verkehrt machen. Und wenn Sie jetzt schon mal 50% revidiert haben, dann können Sie eigentlich nur noch beim Take-Profit eigentlich was verkehrt machen. Ne? Also sind wir da jetzt schon mal ein bisschen näher gekommen. Aber wir wollen dann auch viel präziser werden. Nicht auf ein Wir wollen dann noch viel präziser werden, weil das ist jetzt, okay, alles klar. Ist vielleicht. Was vielleicht noch ganz wichtig zu sagen ist zu den Bollinger Bändern, wann funktionieren sie nicht? Weil natürlich, wenn es läuft, dann ist wunderbar, aber wann liefern sie Fehlsignale? Weil die wollen wir natürlich vermeiden. Also ganz wichtig ist bei den Bollinger Bändern, wenn sie starke Trends haben, dann funktionieren sie nicht. Also sie sind eigentlich geeignet für ein schönes Swing Trading, also wo sie ruhige Bewegungen haben, sogar volatile Seitwärtsbewegung, dann kann man mit den Bollinger Bändern gut arbeiten. Sobald sie aber einen starken Trend haben, so wie hier, dann wurde der Kurs hat ständig berührt, die Linie, und trotzdem hat es keine Gegenbewegung gegeben. Da hätten sie jedes Mal ein Fehlsignal bekommen und jedes Mal hätten sie Verluste gemacht. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass man jeden Indikator auch richtig interpretiert und einsetzen kann, weil, wie gesagt, alle haben ihre Vorteile und Nachteile. Von daher ist es, wir nehmen sie für Swing Trading, für ruhige Bewegungen, und wenn wir so einen starken Trend haben wie hier, dann reagieren, dann schalten wir sie entweder aus oder wir ignorieren sie einfach. Weil wir wollen an so einer Stelle, wenn die verletzt werden, wollen wir, da gehen bei uns die Glocken von Notre Dame an. Da werden wir alarmiert. Wir müssen aufmerksam sein. Dann wissen wir, dass unter Umständen das nächste Signal, wenn also der MA3 oder der SMA3 und der SMA12, wenn die sich schneiden, dann ist es ein doppelblütiges Einstiegssignal auf der Short-Seite. Also long kann ich jetzt schon nicht mehr sein, weil das geht nicht mehr. Dann haben Sie schon wieder ein Stück Sicherheit bekommen, und
ein Fehlsignal eliminiert unter Umständen. Allerdings wollen wir jetzt noch präziser werden. Abgesehen davon, wenn Sie den Abstand hier zur 420er-Linie sehen, dann geht man auch nicht mehr long. Wenn man die Bollinger-Bänder verletzt, dann gibt es noch einen Schnittpunkt. Und wenn jetzt noch jemand long geht, ich würde Überweisung bitten, weil bei mir ist Geld besser aufgehoben. Das kann ich jetzt sagen. Gut, aber jetzt werden wir präziser. Wir zeichnen einen alten Bekannten ein, und zwar, der wird oft falsch interpretiert. Das ist die sogenannte Stochastic Slope. Sie ist wahrscheinlich jedem von Ihnen bekannt, weil das ein Oszillator ist, der fast überall benutzt wird. Aber es ist auch die Frage, wie man den interpretiert. Es gibt verschiedene Wege, wie man den, die Stochastik einsetzen kann. Und jetzt würden wir zeigen, wie wir mit der Stochastik arbeiten, weil das ist wirklich ein sehr, sehr guter Indikator. Er wird auch oft belächelt, dass es ein ganz alter Indikator ist, aber nach wie vor die ganze Welt hält sich dran und hat seine Gültigkeit. Also das mit den Indikatoren, alt oder jung, bitte vergessen Sie das. On Hype ist der Ishimoku Kinko Hayo. Wissen Sie, wann der erfunden worden ist? 1941. Dann ist er weggebombt worden, im wahrsten Sinne des Wortes, 1960 wieder ausgegraben. Dann ist er 1970 verbessert worden. Und wenn mir jetzt irgendeiner kommt und sagt, das ist ein alter Indikator und den nimmt man nicht mehr her, dann bin ich skeptisch, um das so auszudrücken. Aber gehen wir jetzt mal auf den... Stochastik ist, wie soll es anders sein, drei vergleichende Moving Averages. Das ist immer das gleiche Prinzip. Es werden drei Moving Averages verglichen. Davon ist einer der sogenannte Trigger und zwei vergleichen sich. Und jetzt kommt es nur auf die Einstellungen drauf an. Und Trigger kommt aus dem Englischen, natürlich ist klar, das ist übersetzt der Abzugshahn von einer Pistole. Das ist der sogenannte Auslöser, wie man es bei uns vielleicht sagen würde. Und jetzt gehen wir auf den Stochastic Oscillator. Wir nehmen die Stochastic Slow vielleicht noch zu sagen, weil es gibt auch Stochastic Fast und sie unterscheiden sich vielleicht nicht so extrem voneinander, aber wir haben festgestellt, dass für unseren Handel die Stochastic Slow einfach beste Signale liefert. Ja, beim MetaTrader heißt sie in diesem Fall Simple. Das ist die Slow Stochastic. Im SaxoTrader heißt sie Slow. Die Einstellungen, wir haben die Einstellungen von 22,66. Es hält auch ein bisschen damit zusammen, in welchem Zeitfenster man arbeitet. Also für unser 5-Minuten-Trading nehmen wir die Stochastik 22,66. Wenn jemand ein bisschen schneller handeln möchte, kann man auch 15,33 nehmen. Das sind auch so die Werte, die sich auch bestätigt haben. Aber für mich persönlich und ich glaube für dich auch, ist die 22,66 für unser Handeln. Für 5-Minuten-Handel am besten geeignet. Mhm. Gut, es gibt jetzt zwei Extrembereiche bei der Stochastik, 20%, 80%. Wir nehmen 30% und 70%. Die meisten gehen davon aus, dass bei Erreichen der, wenn Extrembereiche erreicht werden, wie 20 und 80%, Sie sehen es mit diesen Linien hier. Ja, genau. Oder oben, das ist auf der Oberseite, weiß wahrscheinlich jeder von Ihnen, die Grundaussage von der Stochastik ist, wenn sie aus dem Extrembereich rausgeht und die Linien schneiden sich, dann ist es ein Short-Zeichen, hier zum Beispiel, und umgekehrt ein Long-Signal. Jetzt gibt es aber einen Punkt. Es gibt zum Beispiel Händler, die sich darauf spezialisiert haben, erst kurz vor dem Extrembereich einzusteigen in die Stochastik. Weil die Stochastik ist nicht so ganz, wie sagt der Engländer, reliable, also verlässlich. Und viele haben Angst, wenn schon die Stochastik so weit angestiegen ist, da gehe ich nicht mehr rein auf die Long-Seite. Ab 70% oder 30% haben sie noch 50% Bewegung. Meistens, ja. Also in dem Fall, das ist jetzt hier nicht par excellence, das hängt auch ein bisschen vom Zeitraum ab. Aber wenn Sie mal hier schauen, 70% wäre hier
und wie weit die Bewegung noch gegangen ist. Vielen Dank. Also, keine Angst, vor allem die Stochastik. Ich habe die schon erlebt. Die ist 24 Stunden im Extrembereich gewesen. Ja, 24 Stunden. Das ist auch ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man dann nicht zu früh auf die Gegenseite geht, dass man sich nicht nur auf einen Indikator verlässt, weil dann es ist einfach nicht gut. Wir brauchen mehrere Indikatoren, die uns bestätigen. Ansonsten kann es Ihnen passieren, wie vorhin gesagt, dass die ganz lange in dem Extrembereich bleibt, wenn Sie starke Trends haben. Und Sie werden jedes Mal beim Schnittpunkt auf die Short-Seite gehen oder auf den auf die Umkehr setzen und dann kann man auch viele Verluste produzieren und das wollen wir vermeiden. Von daher Stochastik alleine niemals nehmen als Indikator, sondern in Kombination. Die beste Kombination ist immer ein Oszillator mit Trendfolge, also so arbeiten wir und daraus und Chartmuster ist genauso wichtig. Also jetzt gehen wir mal von der Situation aus. Hier gehen die Glocken von Notre Dame an, haben wir gesagt. Wir sind weit weg von der Linie. Auch gut. Schnittpunkt und im Extrembereich. Was dürfen wir nicht machen? Long gehen. Genau. 50% eliminiert. Ja? Okay. Aber das reicht uns ja noch nicht. Wir wollen ja genauer werden. Wir wollen noch genauer werden. Ja? Das ist doch ganz klar. Und dann nehmen wir noch einen alten Bekannten, der auch ein Oszillator ist und das ist der sogenannte Moving Average Convergence Divergence, MACD. Gehört auch zu den Klassikern, wahrscheinlich kennt ihn auch jeder von Ihnen. Hier muss man aufpassen, mit welcher Handelssoftware Sie arbeiten, weil wir nehmen klassische Einstellungen. Aber wie gesagt, klassisch und klassisch ist nicht dasselbe, weil von Broker zu Broker unterscheiden sich die Einstellungen. Also da bitte aufpassen. Und das ist auch ein Oszillator. Also letztendlich zeigt er, kann er auch nicht sich sehr unterscheiden von der Stochastik. Wir nehmen den aber doch als zusätzliche Bestätigung. Und es gibt auch zwei Möglichkeiten, wie man den einzeichnen kann. Als Linie oder als Histogramm. Wir arbeiten gerne mit dem Histogramm, weil es einfach von der optischen Seite angenehmer ist für uns. Beim MetaTrader sitzt die Einstellungen 4-12-4. Beim CFX-Trader sind es 20-10-7. Also Sie sehen schon, da ist ein höllenweiter Unterschied. Und deswegen bitte geben Sie da Obacht, weil wenn Sie 20-10-7 hier jetzt beim MetaTrader eingeben, dann steht die genau auf dem Kopf. Also dann kriegen Sie genau das Gegenteil, dann haben Sie einen Kontraindikator auf gut Deutsch. Und das wollen wir vermeiden, deswegen haben wir schon die Einstellungen geändert. Aber zeichnen wir es einfach mal ein. Und jetzt wären wir ja noch ein bisschen konkreter. Wir haben ja unsere... Ja, 4-2-4. Nehmen wir wieder unsere Situation. Okay, die Glocken gehen wieder an. Weit weg sind wir sowieso. Schnittpunkt haben wir. Und jetzt gibt es... wie soll es anders sein? Der MACD wird durch drei Moving Average berechnet. Okay. Und der Trigger ist bei 0 eingestellt beim Histogramm. Nur dieser Punkt ist entscheidend. Es gibt Kollegen von uns, die sagen, man könnte Divergenzen erkennen und solche Dinge. Und man könnte irgendwelche Tendenzen hier erkennen am Histogramm. Vergessen Sie es. Es gibt nur einen Punkt. Das ist die Nulllinie, weil ansonsten ist der MACD ad absurdum geführt, um das jetzt so auszudrücken. Und hier wird die Nulllinie unterschritten. Vorher wurde hier der Schnittpunkt ausgebildet. Wir haben hier einen weiten Abstand. Wir haben hier eine Verletzung der Bollinger Bänder. Wir haben hier auch noch einen Schnittpunkt von MA3 und MA12. Was dürfen wir nicht machen? Ja. Ja, also Sie sehen schon, da ist eine Systematik dahinter. Und wenn Sie jetzt diszipliniert sich verhalten und eine kleine Checkliste ansetzen und sagen 1, 2, 3, 4 und Sie halten die ein, dann ist es eine ganz andere Voraussetzung für Ihr Trading und auch für Ihr Kapital. Und Sie sind eigentlich verpflichtet, für Ihr hart erarbeitetes Kapital Fürsorge zu betreiben. Weil die Bank macht es nicht mehr.
Ja, vor allem, was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, dass Sie, wenn Sie Devisen handeln, dass Sie nicht einfach so aus dem Bauch heraus, sondern dass Sie für sich ein Handelskonzept haben, eine Idee. Es muss was dahinter sein. Sie können nicht einfach sagen, jetzt ist der Kurs so schön hoch, jetzt gehen wir short. Dafür ist der Markt einfach zu schnell und zu volatil und dafür braucht man wirklich eine Basis, eine Grundlage. Was noch ganz, ganz wichtig ist, ist das alte Thema Money Management. Aber gerade im Devisenmarkt ist das sehr, sehr entscheidend, weil vielleicht bei Aktien oder bei anderen Instrumenten, die längerfristig sind, können Sie Ihre Verluste aussitzen. Das ist möglich. Hier ist es sehr, sehr gefährlich, wenn Sie diese Strategie fahren, ohne Stops arbeiten und wollen einfach aussitzen, die Verluste. Das kann sehr schnell gehen, wenn man noch zu hohen Hebel fährt, dass dann wirklich Ihr Konto, dass Sie Margin Call bekommen oder ja, anders halt trotzdem Verluste erleiden. Also halten Sie sich an die diszipliniert, weil gerade in diesem Markt ist es ganz, ganz wichtig, dass man diszipliniert ist. Und der Hebel bei uns, wir handeln mit dem Hebel 1:10, nicht drüber. Wir wissen, dass Broker ganz hohe Hebel empfehlen und damit werben. Das ist klar, das ist deren Geschäft. Aber wir wissen auch, dass mit dieser Strategie keiner wirklich langfristig überleben kann. Das ist die Realität. Ich will das jetzt nicht schwarz malen. Ich will Ihnen einfach realistisch zeigen, was möglich ist. Der Markt ist sehr, sehr schön. Es ist sehr viel möglich. Sie können frei sein. Sie haben 24 Stunden Zeit zum Handeln. Also ist wirklich sehr viel Freiheit und Flexibilität. Aber man muss schon wissen, wie man mit dem Markt umgeht. Man kann Ferrari fahren, aber man muss halt wissen, wie man fährt. Ja, weil ansonsten kann es wehtun. Und wir haben Ihnen jetzt ein kleines Konzept vorgestellt hier, dass Sie einfach für sich einen Weg finden, einen Lego-Baukasten. Einfach um, ja, um wichtig ist, dass man ein Handwerkzeug hat, dass man nicht an diesen Markt herangeht, wie an die Aktienmärkte oder andere, dass man einfach irgendwo eine Empfehlung bekommt und steigt einfach rein. Man muss sich mit dem Markt beschäftigen. Ich habe jetzt mal einen kleinen Trick angewendet. Der eine oder andere kennt ihn schon. Aber das ist mal ganz interessant. Ich habe einfach mal die Emotionalität weggenommen. Der Kurs ist emotional. Der regt uns alle auf. Wenn es rauf und runter geht innerhalb auch von einem Bar, dann wären wir schon immer so halb nervös, ne? Und vor allem diejenigen, die also permanent auch vor dem Bildschirm sitzen und es betrachten, was nicht empfehlenswert ist. Aber wenn Sie jetzt die Rationalität betrachten wollen, dann blenden Sie mal den Kurs einfach weg. Ich habe jetzt einfach die Kerzen in die gleiche Hintergrundfarbe verschwinden lassen. Und jetzt gehen wir mal ganz rational vor. Also, Schnitt. Und Sie hätten bei jedem Schnittpunkt, bei jedem Einstiegssignal, also hier, 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 Sie hätten immer Geld verdient. Ja. Wichtig ist es einfach, dass man wirklich weiß, wie man an den Markt herangeht. Und deswegen bieten wir für diejenigen, die vielleicht nicht die Zeit haben und die Möglichkeiten, selbst sich damit zu beschäftigen, weil das ist einfach, man muss Wissen haben, man muss Know-how haben, um mit dem Markt zu arbeiten. Und da wir wissen, dass nicht viele das können, auch die Zeit und die Lust haben, bieten wir einfach die Signale. Wir haben einen Dienst, Devisensignale, dann können Sie auch kostenlos testen, wo Sie einfach sich anmelden und probieren es aus. Wir schicken Empfehlungen so einmal am Tag, zweimal am Tag, je nachdem, was der Markt bietet. Wir fahren zwei Strategien, Hebel 1:5 und Hebel 1:10. Und Sie bekommen immer den Einstieg von uns. Wir setzen immer einen Stop-Loss und die separate Nachricht zum entweder ziehen wir den Stop-Loss auf Entry nach, auf den Einstiegskurs, wenn wir gut vorne liegen. Und Sie bekommen immer von uns Ausstieg, also Meldung zum Aussteigen. Also wir lassen Sie nie alleine, dass Sie irgendwo eine Position haben und Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll, sondern wir begleiten Sie wirklich von Anfang bis zum Ende. Sie bekommen die Signale als E-Mail, als SMS und als Messenger. Wir haben ein Tool entwickelt. Das ist ein USB-Stick, den Sie einfach in den Computer reinstecken und so bekommen Sie ein Pop-up-Fenster, öffnet sich und Sie sehen sofort, ohne Verzögerung bekommen Sie die Signale. Weil was wichtig ist beim Devisenmarkt, dass Sie die Signale auch schnell umsetzen. Wir haben hier nicht die Zeit, Stunde oder zwei zu warten, um in den Markt reinzugehen, sondern wir müssen schnell agieren. Und dafür haben wir die Möglichkeiten, einfach, dass Sie schnell die Signale nachhandeln können und natürlich dadurch auch die gleiche Performance erzielen können. Also wer möchte, kann sich gerne kostenlos anmelden, uns ausprobieren und Sie werden sehen, der Markt macht wirklich Spaß und das ist... Wenn Sie im Mittelbereich handeln, ist ja alles die Information, das
Nein, das ist, also wie gesagt, unsere Signale, sie laufen Stunde, zwei, drei, manchmal über Nacht, je nachdem, wir fahren zwei Strategien und sie haben also immer 5 Minuten Zeit, um einzusteigen. Heute handeln ganz viele über die mobilen Geräte, sie haben wirklich mit jedem Smartphone heute die Möglichkeit, die Signale, die Orders zu platzieren bei ihrem Broker. Das ist wirklich alles sehr einfach, man braucht natürlich Internet. Und Sie müssen nicht den ganzen Tag vom Computer sitzen, weil davon erschrecken viele, sagen, ja, ich habe doch keine Lust, den ganzen Tag vor der Kiste zu sitzen und warten, wann ihr ein Signal verschickt. Das ist heute gar nicht mehr möglich. Bitte? Das muss aber ständig über ein Handy erreichbar sein. Das stimmt, also Internetverbindung brauchen Sie schon. Ja, Sie werden ins Teenageralter versetzt. Ja. Ja gut, dann ist natürlich schwierig, ja. Aber ja, mehr können wir nicht bieten, ja. Nein. Nein, wir warten, weil wir wissen natürlich nicht, wie viel Potenzial sich entwickelt. Das kann Ihnen keiner sagen. Wir wollen uns nicht einschränken selbst. Wir beobachten den Markt. Das müssen Sie nicht tun, das tun wir für Sie. Und wenn es soweit ist, schicken wir einfach eine Nachricht. Wie lange ist das System schon von Ihnen getestet? Also wir arbeiten mit dem System schon über 10 Jahre. Und vom Drawdown? Drawdown, ja, was ist Drawdown? Maximal gut 3, 4, 5. Ja, ich glaube 4 Trades hatten wir hintereinander im Minus. Vom Risiko, ich würde sagen 20%, 30%, ja. Mehr ist es nicht. Wir hatten letztes Jahr, komme gleich auf Sie zurück, wir hatten letztes Jahr kein sehr glückliches Jahr, muss ich sagen. Wir sind mit einem kleinen Plus nach Hause gegangen. Aber kein Verlust, gell? Also das, ja. Aber dieses Jahr haben wir eine super Performance, kann ich uns auch ein bisschen loben. Wir haben jetzt schon über 600 Pips gemacht mit unseren Strategien, weil wir natürlich die Strategie angepasst haben, weil die Märkte sich verändert haben. Wir haben politische Märkte im Moment mit Griechenland, mit der Ukraine. Das beeinflusst die Märkte und wir müssen mit dem Markt gehen. Deswegen haben wir das angepasst und das hat sich jetzt wirklich bestätigt. Das funktioniert super und wie gesagt, ich kann Ihnen nur empfehlen, dass Sie das ausprobieren. Kostet Sie nichts und viele werden bestimmt nicht begeistert. War noch eine Frage? Ja, bitteschön. Ja, ich wollte noch mal kurz zu dem Take-Profit, zur Frage schimpfen. Also wenn ich Ihre Signale befolge und ich muss außer Haus gehen, dann habe ich ja von Ihnen keine Take-Profit. Ja. Ja. Das können Sie natürlich auch machen. Sie wissen ungefähr, dann können Sie nichts verkehrt machen. Ganz genau. Ganz genau, das kann man auch machen. Und wie gesagt, wenn sowas passiert, dann also 20 Pips ist die meisten. Also wir haben so unser Range, wir versuchen immer aus jedem Trade so zwischen 30 und 50 Pips zu erwirtschaften. Ist natürlich nicht immer möglich. Wir müssen uns nach dem Markt richten, was der Markt bietet. Das können wir nur mitnehmen. Aber wenn jemand, so wie Sie sagen, weg muss und keinen Zugang hat, dann setzt einfach ein Take-Profit-Limit, 20 Pips und dann kann man nichts verkehrt machen. Und die Signale ab nachts? Nein, also wir schicken immer eine Nachricht, wenn wir über Nacht Position halten, aber wir verschicken die Signale meistens so zwischen 9 Uhr und 16, 17 Uhr maximal. Also, ich habe es früher mal gemacht. Ich habe ein Bombensignal gesehen im japanischen Yen nachts um 2. Was habe ich gemacht? Rausgeschickt. Am nächsten Tag mein E-Mail-Account. Ich wurde so geschimpft, dass sich einige in ihrer nächtlichen Ruhe gestört gefühlt haben. Das war bekannt. Hm? Damit muss man leben, wenn man nicht wissen hätte. Die hätten 120 Pips Gewinn gemacht. Die hätten 120 Pips Gewinn gemacht und wollten lieber schlafen. Tja, muss jedem selbst überlassen werden, was ihm wichtiger ist. So verdient man heute Geld. Prioritäten setzen. Aber es kann jetzt sein, dass über Nacht der Stopp nachgezogen wird. Können wir auch sein. Ja, dann muss man halt arbeiten nachts. Das ist halt so. Ja, das machen wir meistens nicht. Also wenn wir schon drin bleiben, wir bleiben nur über Nacht drin, wenn wir Potenzial sehen. Und deswegen, also zum Beispiel waren dann gerne australischen Dollar über Nacht oder Yen, weil wir wissen, dass dann die meiste Bewegung stattfindet. Und dann ziehen wir den Stop nicht an, dann lassen wir es einfach geschehen. Wir haben unser Risiko beschränkt und damit hat sich das. Gut, ich würde sagen, wir sind mit unserer Zeit jetzt schon fast durch. Ich würde mich bedanken, dass Sie so zahlreich dabei waren, dass Sie zu Ende zugehört haben. Und wie gesagt, Sie können uns erreichen, wenn Sie den Dienst gebucht haben. Jeden Dienstag gibt es Sprechstunde von 18 bis 19 Uhr. Können Sie uns telefonisch erreichen oder per E-Mail. Für diejenigen, die den Dienst schon abonnieren und das noch nicht wissen. Oder
für diejenigen, die neu sind, auch gerne melden Sie sich an und dann können Sie uns auch erreichen. Also ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch schönen Aufenthalt. Applaus